Ja, hallo, ich zeige euch hier die Ersteinrichtung mit dem Lodikon. Ich habe den Lodikon jetzt eingeschaltet, wähle als erstes die Sprache Deutsch aus und schon sucht der Lodikon nach vorhandenen WLAN-Routern. Ich habe den WPS-Knopf an meinem WLAN-Router gedrückt und verbinde mich über die WPS-Automatik mit meinem WLAN-Router, einer AVM-Fritzbox. Jetzt ist die WPS-Verbindung, also WLAN-Verbindung, aufgebaut. Das Netzwerk wird direkt nach kompatiblen Modellbahnsteuerungen durchsucht. Und in meinem Fall wurde eine CS2 und meine Gleisbox gefunden. Ich habe jetzt die Gleisbox ausgewählt. In der Logliste sind noch keine Logs vorhanden, deswegen wähle ich diesen Log-Import. Der Lodikon lädt sich die komplette Logliste dann in dem Fall in die Voransicht rein. Ich habe sie importiert und jetzt kann ich schon die Logs auswählen, die auf meiner Gleisbox vorhanden sind. Das Ganze hat nicht mal eine Minute gedauert. Jetzt suche ich mir eine Dampflok raus, die Baureihe 55. Werde der Baureihe 55 ein passendes Log-Icon zuweisen. Das geht über den Schraubenschlüssel rechts oben. Ja, das passiert manchmal. Genau, gehe auf Bild, natürlich nicht auf Diesel, sondern auf Dampf. Und dort habe ich meine eigenen Log-Icons hinterlegt, hier Baureihe 55. Und jetzt ist das Log-Icon auch der Log zugeordnet. Und ich kann die ersten Funktionen ausführen. Wie man sieht, sind die Log-Icons auch automatisch von der Gleisbox mit importiert worden. Ich muss mich also nicht um die Funktionstastenbelegung kümmern. Das funktioniert alles vollautomatisch. Alles einsteigen bitte, die Fahrt geht weiter.